Ich bin immer wieder froh, wenn ich Sie sehe. Ich, meine Freunde hier in der Mädelsmühle. Natürlich Sie daheim auch. Guten Abend. Schönen guten Abend zu Freunde in der Mädelsmühle. Mein Freund. Ich bin richtig gut drauf. Nein, das müsst ihr nicht sagen. Also, du, das ist eine schwäbische Unterhaltungssendung, da ist man nicht gut drauf. Aber Alwin, heute hab ich einer Politesse mal so richtig meine Meinung gesagt. Nein. Ja, du. Komm ich aus der Bank raus, da steht die vorne dran und schreibt den Strafzettel. Ja, ist ja logisch, vor der Bank ist nämlich Halteverbot. Hab ich zu dir gesagt, ja, komm nicht einmal 10 Minuten auf die Bank rein und was erledigen, ohne dass sie einen Strafzettel schreibt. Ne? Ja, und? Ja, die hat mich nicht einmal beachtet. Die hat einfach weitergeschrieben. Dich ignoriert? Ja. Meine Herren, Leute, bitte. Du bist aber besser. Hab ich zu dir gesagt, natürlich, wenn man in der Schule nichts Richtiges gelernt hat, ne, dann muss man natürlich so ein Dreckgeschäft machen. Ne? Denkst du? Was denkst du? Kalle, du schwätzt dich um Kopf und Kragen. Du kannst zu einer Politesse so etwas sagen. Diese Kriegsnarre, die sie wurde. Ja, das gesagt, denke ich mir vorsichtig sei. Sonst täte sie mich anzeigen, welche Beleidigung. Ja, da könnt ihr aber damit rechnen. Da hab ich aber noch einen draufgesetzt. Nein. Hab ich gesagt, dann gehen Sie doch anschaffen. Das ist mehr verdient. Wie in der Straßerei bereiten Hände. Ne? So, jetzt komm ich mit einer Geldstrafe, nehme ich weg, Kalle. Jetzt, wenn die dich anzeigt, du. So. Wie sollen die mich anzeigen? Die weiß doch überhaupt nicht, wer ich bin. Teile weiß es vom Nummernteufel. Wieso Nummernteufel? Das war nicht mein Auto, ich war zu Fuß da. Ja, also. Ich weiß jetzt nicht. Gut, schmerzfrei. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt zu Fuß da sind. Ich weiß auch nicht, ob Sie Straßenbahn fahren. Oft fahren Sie wahrscheinlich. Manche könnten auch mit dem Bus daherkommen, weil da oben ist. Ja. Mit dem Bus kommen, ja. Es gibt ja den Bus, den einen, wo alle mal rein müssen. Und es gibt ja den, auch den Linienbus, der ganz normale, wo man freiwillig reingeht. Also, und wenn Sie Bus fahren täten, dann müssten Sie die, die jetzt kommen, eigentlich kennen. Das ist nämlich der Helmut und der Kurt. Und im richtigen Leben heißen sie Klaus Birk und Udo Zeppetzau. Du Helmut, was ich dir schon lange mal fragen wollte. Kann ein normaler Mensch nachträglich noch Schwabe werden? Nein, Schwabe wird man nicht, das ist man. Ah, dann kommst du quasi als Schwabe auf die Welt. Ja. Ja, warum? Weil gerade nichts anderes frei war. Guck, es war so, als der liebe Gott damals den Adam gemacht hat im Paradies. Da war gerade noch so am Rummachen. Auf einmal läuft dann noch einer durchs Paradies. Der liebe Gott denkt, ich glaube, ich bin. Hey, sag mal! Wer bist denn du? Wer schickt dich? Was willst du da? Und der andere antwortet, meinst du mich? Ja, ich mein dich. Sagt er, bin der Eugen. Meine Frau schickt mich und ich soll fragen, ob hier irgendwo Fabrikverkauf ist. Hey, was hat der liebe Gott dann gesagt? Er hat gesagt, Eugen, das schwäbische Paradies ist euer Wies weiter. Ja. Jetzt sind wir Schwaben einfach nicht normal, gell? Aber ich hab ja auch eine Wiese in meinem Garten, gell? Und da hab ich mich schon lange mal gefragt, wie hoch gehört eigentlich mein Garten mir? Was weiß ich, 10 Meter? Echt, mich nicht? Das langt doch. Ja, wem gehört er denn dann da oben? Was weiß ich, im Land Baden-Württemberg. Hey. Ja, aber pass mal auf, wenn jetzt mein Apfelbaum höher wächst als 10 Meter, wem gehört er dann da oben? Sag ich doch, im Land Baden-Württemberg. Ja, aber pass mal auf, wenn dann dort oben im Land Baden-Württemberg auf meinem Apfelbaum ein Apfel wächst, wem gehört er dann? Immer noch im Land Baden-Württemberg. Ja, aber wenn ich den Apfelbaum schüttel und der Apfel aus dem Land Baden-Württemberg wieder in meinen Garten fällt, ja, wem gehört er denn dann? Dann gehört er dir. Anna kehrt
praktisch alles mir, was aus dem Land Baden-Württemberg in meinen Garten fällt. Ja, genau. Das heißt neu. Was schwätschen du? Wenn da jetzt zum Beispiel ein UFO runterfällt und es fällt dir in deinen Garten ein, dann gehört das UFO, der Außerirdische und du allem Land Baden-Württemberg. Ja, aber es kommt noch über dem Land Baden-Württemberg. Deutschland oder nach der liebe Gott? Ah, dann ist das über uns gar nicht der Himmel, sondern das Land Baden-Württemberg. Ja, genau. Ja, auch nachts. Sogar wenn es regnet. Ich habe immer gedacht, das gehört bis ganz da oben auf alles mir. Ich habe immer gedacht, mir gehört ein Stück vom Himmel. Gehört ja auch bald, wenn du so weiter fragst. Du hast gehört? Hast gehört? In letzter Zeit werden immer mehr UFOs gesichtet. Stell dir mal vor, da hocken welche drin. Klar hocken da welche drin. Ich hör doch auf, da hocken doch nicht welche drin. Ja, logisch, die kommen daher, die schaffen da und fliegen abends wieder heim. Ja. Ach, Helmut, hör doch auf, die schaffen doch nicht da. Na gut, vielleicht machen sie es wie du, gehen ins Geschäft, schaffen nichts und gehen trotzdem wieder heim. Aber Helmut, die sind nicht wirklich da, oder? Doch, natürlich. Ja, aber hast du keine Angst vor denen? Wieso denn Angst? Das sind normale Schwaben. Da ist vor 1000 Jahren irgendwann mal ein UFO gelandet, hat sich ein paar mitgenommen. Verstehst du? Denen hat es da oben gefallen. Dann haben die da oben ihren eigenen Mercedes gebaut und fertig. Ey, mit dem man fliegen kann? Ja, genau. Ey. Ja, das ist die sogenannte L-Klasse mit Lichtgeschwindigkeit. ABS und eingebautem Gartentürle. Hör doch auf, du verarschst mich doch. Guck doch doch mal so ein UFO an, wenn du siehst, ist groß und fetten Mercedes-Stern drauf. Ey. Man schaut auf den Sternen leben Schwaben. Logisch. Echt, und die kommen und besuchen uns. Ja. Und die schwätzen Schwäbisch, wie mir. Daher kommt doch Schwäbisch von Schwäben, verstehst du? Ey! Ja. Ja, aber du. Ja, aber was schwebt denn da, das UFO? Ja, das UFO und der Geist. Ey! Der Geist schwebt über dem Kopf. Ey. Und wenn er ihn trifft, dann gibt's ab und zu einen Ministerpräsident. Ja, und wenn nicht? Dann auch. Aber du sag mal, wie erkenne ich denn einen Schwaben aus dem Weltenraum? Gar nicht. Der sieht aus wie du und ich. Echt? Ja. Wie ich? Ja, und wie du. Echt? Ja, wenn du ja zum Beispiel im Spiegel dich siehst, gell, da siehst du jetzt erstmal überhaupt nicht, bist du das oder ist das ein Außerirdischer? So ähnlich. Hemd. Sieht er dir. Ich hab schon so oft gedacht, wie ich in den Spiegel geguckt hab, das bin gar nicht ich. Aber Helmut, woher weiß ich denn das, ob das ich bin oder ein Außerirdischer? Das weißt du nie. Wenn du einem Schwaben begegnest, weißt du nie, kommt er jetzt aus Stuttgart oder von hinterm Mond? Oh, Helmut, mir wird ganz anders. Was melden denn die da? Komm, jetzt beruhig dich doch. Ich sag doch, die schaffen da. Und da will jetzt halt noch jemand besuchen. Ja, aber wen denn? Ja, jemand ganz Besonderes. Ey. Ja, weißt du, auf diesem Planeten lebt jemand absolut Einmaliges, was ganz Besonderes. Ja? Und der heißt auch noch so klasse. Du musst wissen, da oben im Weltraum heißen alle gleich. Auf der Erde gibt es viele verschiedene Namen. Und der hat einen ganz besonderen Namen. Der gefällt denen da oben. Und deswegen kommen die her, weil sie den unbedingt sehen wollen. Ja, aber wie heißt denn der? Der heißt Kurt. Wie ich, ja? Ja, der heißt nicht nur so wie du, sondern das bist sogar du. Kurt, du bist da oben der Größte. Die können nicht sterben, bevor sie dich nicht gesehen haben. Die können nicht begreifen, dass sowas Unglaubliches wie du auf diesem Planeten überhaupt frei rumlaufen darf. Ja, aber Helmut, was mache ich denn jetzt? Wie muss ich die denn anschwätzen? Wie gesagt, die heißen ja alle gleich. Und jeder, der so heißt, der kommt von da oben. Zu denen ich sehe, ist ganz einfach Helmut. Helmut, da geht ich auch rein. So? War der Flug angenehm? Haben wir schon ein bisschen was angeguckt?
Wo steht denn das UFO? Hä? Helmut? Komm, bleib doch da, das war doch bloß ein Spaß. Gott sei Dank. Mir häuset gar nicht Helmut. Sagenhaft. Was machst du, wenn du nicht gerade Angst hast vor einem UFO oder vor einem Äpfel, der aus Baden-Württemberg deinen Garten trifft? Hey, ich mach alles Mögliche. Wie man gesehen hat, spiel mit dem Klaus. Dann mein Festspieltheater in Schwäbisch Hall auf der Treppe dieses Jahr, also die dritte Saison. Dann habe ich noch zwei Comedy-Programme mit dem Helge Thun. Ich mache Impro-Theater seit 17 Jahren. Du kannst auch Hochdeutsch schwätzen. Ja, Hochdeutsch kann ich auch, wenn ich will. Wenn du das jetzt gerade tust. Ja. Nein, ich sag's mir, weil ich verstehe es. Und so tue ich alle Tag. Wunderbar. Ein echt guter Schauspieler. Ein hervorragender Partner, mein lieber Klaus. Ja, da kann und wer lässt sich dieses Zeug einfallen? Mache ich das zusammen? Du schreibst doch. Ich schreibe das. Ja, du schreibst ja auch viel für uns. Deshalb, echt? Das ist ja, jetzt fällt es mir auf, gell, wo du sagst. Ja, genau. Du warst es. Doch, das sind wir arg dankbar dafür. Ja. Du lässt ja diese UFO... Wobei ihr eindeutig mehr trinkt auf der Bühne als hier. Das ja, ist ja, es ist da. Jetzt wurde sechs dafür, ich bin bei Feischer. Ja, bitte, also es wäre Zeit. Ja, in dem Zweig. Man muss ja, du nimmst neu, da fällt noch einer. So. Sich umsonst, gell? Das ist der Kohlschwab neu. Ja, komm, das sind Schwaben-Klischees. Das nennt man jetzt Schwaben-Klischees. Genau wegen so etwas ist der Letzte auf der Schwäbischen Alb zu einem großen Unglück gekommen, gell? War wegen was? Bei einem Fußballspiel. Was? 60 Verletzte hat es da gegeben. Jetzt verzeih ich keinen Krampf beim Fußballspiel. Also ja, das Spiel auf der einen Seite sind 11, auf der anderen Seite sind 11, sind 22, mit dem Schiedsrichter sind es 23. 60 gibt es nie. Also, Der Schiedsrichter hat eben nicht gewusst, welch hoher Stellenwert das Geld bei uns Schwaben hat. Gell? Ja, auf der Alp vielleicht. Hat der Doubler nicht bei der Seitenwahl zwei Euro-Stückchen Duft geschmissen? Ne? Ach komm, das ist genau so ein blödes Klischee wie das mit der dumme Witz da mit dem Grand Canyon, der da entstanden. Ach, der ist noch älter wie der einer. Ja, da habe ich eine Gruppe Schwaben gesehen. Wie ein Ami einen Dollar verloren hat, so sei der entstanden. Die Stufe ist sie und Suffkabelle. Die haben einen Country-Song geschrieben. Ja. Country-Song? Country. Jetzt rate mal, wie der heißt. Hillbilly Doodle Doo oder wie Country? Nein. Der heißt Lindenstraße. Jetzt guck auch danach.
Was für Leute gibt's? Winterbergers. Du kennst doch Winterbergers, nicht? Ja, ja, die kommen doch hin. Ja, die kommen immer. Heute sind sie nicht gekommen. Obwohl sie es immer so wichtig sind mit ihrer Tischreservierung. Platz ist noch frei. Dann hätte ich doch einmal angerufen. Ja? Dann ist der gleich Alexander am Telefon. Sie, hallo. Sag ich, Herr Alexander, sind deine Eltern da? Sagt er, nein. Sag ich, ja, wo sind sie denn? Die sind im Schlafzimmer. Ach ja, gut, ja. Muss ja auch mal sein. Ja, ne? Ja, ja, ne? Von später noch mal angerufen, ne? Gleich Alexander wieder drin. Hallo. Sag ich, du, sind deine Eltern jetzt da? Nein, jetzt sind sie im Keller. Also im Keller, also überall. Und später noch mal an, ja. 10 Minuten später noch mal angerufen, der Alexander wieder drin. Ich sag, hallo. Sag ich, du, sind deine Eltern jetzt da? Nein. Und sag, wo sind sie denn? Jetzt sind sie unterm Dach auf der Beine. Mein Gott, das geht ja durchs ganze Haus. Ja, ja. Sag ich, du, Alexander, also jetzt habe ich keine Zeit mehr. Jetzt geh doch bitte und hol deine Eltern. Sag ich, das geht nicht. Sag ich, wieso geht das nicht? Die suchen mich. Ja, also. Ich habe schon, weiß Gott was, denkt, aber wie sagt man, ein Schuft, der Böses dabei denkt. Und einer, der jetzt kommt, der ist aus Wien. Das liegt in Österreich, will ich bloß sagen. Wien. Aber noch nicht lang. Und doch schon lang. Und das ist der Gerold Rudle. Einen wunderschönen guten Abend, danke für die Einladung, freue mich, dass ich hier sein darf. Schon an der Grenze hat man zu mir gesagt, Rudle, benimm dich höflich, du bist im Ausland. Also habe ich mir gedacht, gut, ich versuche wie normal alle Ehre zu machen, ich versuche mich höflich zu benehmen, das heißt, da wir einander ja noch nicht so wirklich gut kennen, ich stelle mich einfach einmal vor. Also, guten Abend, mein Name ist Gerold Rudle, ich komme aus Wien, ich bin geboren im Zeichen des Steinbock, ich bin männlich und habe damit kein Problem. Bin römisch-katholisch und damit habe ich schon manchmal ein Problem. Dann, ich bin regelmäßiger Geldspender für Amnesty International und Blutspender beim Roten Kreuz. Aber mir ist eh lieber so als umgekehrt. Was kann man noch sagen? Ich habe vor 2 Jahren zu rauchen aufgehört. Das finde ich relativ cool. Wissen Sie, das ist nämlich so mit dem Rauchen. Also eigentlich hat alles angefangen mit meiner Tochter. Die Nicola hat vor 2 Jahren gesagt, Papa, wenn ich ein super Zeugnis habe am Schuljahresende, darf ich mir was wünschen. Und ich habe gewusst, sie will ein neues Handy. Und habe gesagt, du brauchst doch gar nicht ein super Zeugnis haben, ein Handy kannst du auch haben. Nein, nein, bitte warten aufs Zeugnis. Dann hatte sie ein wirklich tolles Zeugnis. Und ich habe gesagt, so, welches Handy willst du haben? Und sie hat gesagt, Papa, ich wünsche mir, dass du aufhörst zu rauchen. Gut, ich habe sie 3 Tage nicht leiden können. Na, wissen Sie, als liberal erziehender Vater stehe ich schon auf dem Standpunkt, man muss seinen Kindern einfach alle Gefühle auch zeigen, die es in der Welt gibt. Hass kannte sie vorher noch nicht. Jetzt weiß sie, das gibt es. Und weil sie es vom eigenen Papa kennengelernt hat, jetzt weiß sie auch, sie kann jederzeit zu mir kommen und mir das genauso ins Gesicht sagen. Also immer wieder steht sie da und sagt, du Papa, ich mag die Mama gerade nicht. Und ich sage, ja, verstehe ich, mir geht's genauso. Also da, na, ja, ja, da reden wir ganz offen. Wir reden da ganz offen. Ganz offen. Und sie werden lachen. Also alle, die noch rauchen, man kann aufhören damit und man hat überhaupt keine Probleme. Ich hatte überhaupt keine Probleme, keine Veränderungen. Meine Familie ist kurzzeitig ausgezogen, weil sie gesagt haben, ich bin so aggressiv. Aber ansonsten hat sich nichts verändert. Ich habe nur zugenommen. Ich habe stark zugenommen. Also 8 Kilo innerhalb von einem halben Jahr. Da war es so, dass ich keine Probleme damit habe. Wir Männer haben ja mit unserem Körper nie Probleme. Wenn wer mit unserem Körper Probleme hat, dann sind es die Frauen. Ja, weil wir Männer sagen einfach, ich bin super, Schatzi, sei froh, dass von mir mehr da ist. Ja? Wohingegen die Frauen, die haben ja nicht nur mit unserem Körper Probleme, Frauen haben ja auch immer Probleme mit dem eigenen Körper. Jede Frau, wirklich, Frauen sind mittlerweile schon so schön und trotzdem, jede steht in der Früh auf und sagt, schau dir das an, das gibt's ja nicht, meine Problemzone. Das müsste nicht sein, weil meine Damen, wir Männer, schauen Sie, wenn wir eine Frau sehen, wie machen wir dann? Wenn es uns wirklich gut gefällt. Es mag Ihnen unhöflich erscheinen, aber wir meinen es wirklich lieb. Wir machen so. Und jetzt das da. Was ist das? Die Problemzone. Ich hab noch nie einen Mann gesehen, der so gemacht hat. Das ist wirklich, nein, es interessiert uns nicht. Wir haben das gern.
Aber trotzdem, Frauen müssen auf ihren Körper schauen. Die dürfen, das muss weg. Nichts mehr essen, nur mehr Salat. Und das nicht mehr nach 17 Uhr. Ich sag manchmal zu meiner Frau, magst du die Zeitung haben? Und sie sagt, nein, da ist was Fettgedrucktes. Wow. Nee, nicht ganz, aber bitte, bitte, bitte. Und dann beginnen Frauen ja meistens Sport zu treiben, ja? Wir alle Sport treiben und dann lügen sie, weil sie sagen, nein, ich mach das nicht wegen dem Körper, ich mach's wegen der Entspannung. Und dann muss man joggen gehen wegen der Entspannung, joggen gehen. Klingt übrigens auch wahnsinnig schnell, gell? Joggen gehen. Und heutzutage ist Joggen gehen ganz enorm aufwendig, weil du musst total kontrollieren, dass der Puls im aeroben Bereich bleibt. Das heißt, der Puls darf nicht zu weit rauf, er darf aber auch nicht zu weit unten bleiben. Sonst geht nämlich nichts weiter. Und man will ja, dass bei der Entspannung was weitergeht. Und dann braucht man so ein Pulsmesser. Heißt, ich war früher auch laufen, ja, aber ich habe das alles nicht gebraucht. Auch nicht irgendwelche Sonderschuhe und Sondert-T-Shirts, gar nichts. Ich bin mit irgendwelchen Laufschuhen, einem kurzen Hosel und irgendeinem Leiberl raus und habe mich entspannen lassen durch die Natur. Einfach langsam gemütlich joggen und merken, wie die Sonne die Haut wärmt. Ja, wie die Regentropfen dein Haar benetzen, den Vögeln zuhorchen beim Zwitschern, den Blumen zuriechen beim Duften, ja, einfach den Bäumen zuschauen beim Wachsen und halt einfach, nein, so langsam war ich nicht, also den Bäumen zuschauen. Ui, September, ich sollte einen Schritt machen, boah. So langsam war ich nicht. Aber heutzutage geht das so nicht. Heutzutage brauchst du eine Top-Ausrüstung. Da musst du in ein Laufschuh-Fachgeschäft gehen. Und der fragt dich dort, Herrn, wie laufen Sie? Was? Na, wie laufen Sie? Ja, mit den Fiers, wie soll ich denn laufen? Ja, aber ich meine, laufen Sie invers oder konvers? Erst ich lauf vorwärts, was willst du von mir? Und dann brauchst du Fachlaufschuhe. Die haben rechts einen Blinker und links einen Außenspiegel. Und das Hosen lässt zwar einen Wind ein, aber keinen Wind raus. Und du hast irgendwie ein T-Shirt, das den Regen von oben reinlässt, aber den schwitzt, der bleibt drin am Picken. Und so einen Pulsmesser, damit du das messen kannst. Ich sehe es ja immer. Bei uns in Wien, da laufen sie immer auf der Prater Hauptallee. Ja? Vom Wurstelbrater, da gibt es eine lange Allee, 5 Kilometer, da rennen sie immer. Da kommen sie zuerst mit den schwarzen Autos, dann die Zigarette, schnell ausdämpfen. Und dann geht's los. Pulsmesser, meistens noch Herzfrequenzmesser, dann also ein MP3-Player mit 29 Kabeln rein und auch wieder raus und ein Bluetooth, das Handy da drin stecken, Gürtel mit esoterisch-tonische Getränke und dann stellen sie sich den Pulsmesser ein. Und dann geht's los. Ui, jetzt muss ich rennen. Ui, ich muss schauen, dass der Puls raufkommt. Und nach 30 Sekunden, bip, 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 der Puls ist zu hoch. Ich muss wieder runter. Langsam werden. Bip, 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 jetzt muss ich wieder laufen. Jetzt muss ich wieder laufen. Und wissen Sie, das heißt aber Praterhauptallee, weil da stehen ja Alleebäume, und zwar alle Alleebäume. Ja? Und jetzt schauen die aber nicht mehr auf die Natur, sondern nur mehr auf den Pulsmesser. Darum haben auch diese Bäume alle so in Kopfhöhe, so Blutplätschen, ja? Weil die nur mehr, bip, 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 Wenn Sie jemals nach Wien runterkommen, bitte gehen Sie unbedingt in die Prater Hauptallee und schauen Sie sich die an. Sie müssen sich tummeln. Viele gibt es nicht mehr, gell? Also, nein. Nicht, was Sie glauben, weil die alle wie erschlagene Oktoberfliegen neben den Bäumen liegen. Nein. Sondern die meisten steigen ja um. Joggen ist ja out. Mittlerweile muss man ja Nordic walken. Herrn's, Nordic walken. Das ist Joggen für Faulsäcke. Nordic Walken. Ich habe ja am Anfang geglaubt, das heißt Hatschen in Richtung Norden. Nein, Nordic Walken. Das ist etwas, das meine Großmutter, und bitte das nun folgend gesagt, das stimmt wirklich, meine Großmutter ist seit März heurigen Jahres 97 Jahre alt. Und sie betreibt diese Sportart seit ungefähr 8 Jahren. Weil es ist nichts anderes als gehen am Stock. Ja. Ja, naja. Gehen am Stock. Nur, mit Verlaub, meine Omi braucht nur einen, ja? Und da möchte man ja eigentlich meinen, mit 2 Skistöcken, nein, das dürfen ja keine Skistöcke sein, das müssen ja nur die Walking Sticks sein. Und da kostet ja ein Paar so viel wie mein halbertes Motorrad. Aber dafür kann das dann was. Höhenverstellbar, falls man wächst beim Trainieren oder keine Ahnung. Oder Diagonaltraining, was weiß denn ich? Lass einmal die rechte Schulter hängen, keine Ahnung. Ja? Und dann, wenn du die Ausrüstung endlich beieinander hast, quasi eine Hypothek auf dein Haus, kannst immer noch nicht einfach drauf loswalken. Du musst erst Fachliteratur
vorlesen. Und zwar gehen, ja, aber wie? Oder noch besser, du fährst gleich nach Tirol in ein Sporthotel und du nimmst dir dann dort Nordic Walking-Stunden mit eigenen Trainer. Der kommt um 6 in der Früh, der rüttelt dich aus deinem Bett und sagt, komm, komm, Nordic Walking ist angesagt. Und dann stehst du mit solchen Augen und der Toni-Trainer erklärt dir, du musst aktiv gehen, aktiv gehen. Aber interessanterweise nicht mit den Füßen, nein, mit den Händen. Und weil wir es alle so nicht mehr da gehen, darum haben wir ja diese Stöcke. Und am Anfang kennst du dich überhaupt nicht mehr aus. Herr Trainer, Toni, wie geht das schnell? Linker Fuß und jetzt rechter Stock. Und jetzt, rechter Fuß und linker Stock. Was mache ich jetzt? Was mache ich? Mir haut's noch vor. Was mache ich jetzt? Ah, einfach weitergehen, okay. Oh, ich hab die Stöcke vergessen. Bring jetzt mal die Stöcke nach. Oh, da kommt der Baum. Was mache ich beim Baum? Was? Eine Kurve. Darf man einen Doppelstock? Darf man nicht, gell? Oh, jetzt habe ich zwischen die Füße gekriegt, die Stöcke. Jesus, Maria, Josef, Herz, das ist. Das ist der wieder hinten blieb. Komm, Jesus, Maria, Josef, Herz. Bitte, haben Sie schon mal gesehen, wie die Routinierten gehen? So. Die ziehen zwei Skistöcke hinterher. Ich schwöre, genauso ist in der Prater Hauptallee. Da gingen vorn die Routinierten, Schleifspur von zwei Skistöcken. In zweiter Spur kommen die Anfänger, neidvoller Blick. Wie macht die das? Ja, dazwischen sind die bum, ist das. Dann kommen noch die mit dem Mountainbike und mit dem Helm. Darum sagt man ja Wurstelbrater. Das ist gemeint, weil es lauter Kasperln sind. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nordic Walken. Danke. Kalle, und wieder möchte ich doch unsere goldene Maultasche als Präsent präsentieren. Sie seht auf einer goldenen Tasche ein Maul. Es ist die goldene Maultasche. Ich darf Klaus, Udo und Gerold, herzlichen Dank an euch und herzlichen Dank an meine stumpfeste Zupfkapelle und herzlichen Dank an unser liebes Publikum heute Abend in der Mäulesmühle. Herzlichen Dank auch an Sie daheim, und ich möchte es nicht machen, ohne dass ich noch den Spruch vom Dings, wo haben denn jetzt der Hand, das war doch der Pfarrer Fliege, hat es doch immer so schön gesagt. Am Schluss hat er mir Marsch und bleibe gesund. Pulver ist ein Rum, ja, ich sehe uns, Gott ja wieder weiter. Der Kalle, der kann spielen, der Kalle muss sein Spielen. Jetzt wird Sommer rein für die nächste Freiheit, in der Mäulesmühle. Jetzt wird Sommer rein